wie vielen Freundinnen. Ich bin wieder euer locker Summerstaff im Abend in der Stadt das Berg. Ja. Dort, wo ich daheim bin, da nennen sie mich alle so, außer die Mutti, die sagt Buri. Dette, rette. Ja, ich darf sagen, wir starten gleich mal ein in unsere erste Yoga-Ananas. Was ist ein Yoga-Ananas? Das Orfen, das ist die vegane Form von der Asanas. Obwohl die Verena gesagt hat, Christi Verena, dass es ihr gestern bei mir in der Stunde gar nicht so gut gefallen hat. Das spielt sich für mich jetzt einfach gar nicht so gut an. Hat sie gesagt. Wenn du die Oma vorne mit den Fingern saugt, dann spürst du was. Da wurde die Verena gesagt, dass die Agnes gehört hat, dass die Lisi gesagt hat, dass die Melanie gesagt hat, dass die Christina gesagt hat, dass die Helga gesagt hat, dass die Verena vergessen hat, was sie gesagt hat, wann sie nur was gesagt hat. Ja, ich darf sagen, in der jetzigen Yoga-Session starten wir gleich mal ein in ein gemeinsames Mantra, was wir einmal gemeinsam aufsagen werden. Der Text wird euch überraschen, es ist nämlich Sanskrit und er lautet Tete-rete-te om. Ich würde dann sagen, dass wir das gleich mal gemeinsam üben auf 3, 2, 1. Tete-rete-te om. Ja, also wenn der Mutter in der Badewanne fahren lässt, dann ist es lauter. Ja, deswegen gleich mal noch einmal 3, 2, 1. Tete-rete-te-om. Ja, ihr werdet es ja schon wieder lernen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal ein in unseren nächsten Programmpunkt und der lautet Achtsamkeit. Wir müssen unsere Achtsamkeit einfach ein bisschen besser spüren. Meine Ex-Freundin, die Gabi zum Beispiel, die war so unachtsam, dass sie mich jeden Freitag und Sonntag auf Nacht mit einem anderen Mann verwechselt hat. Gott sei Dank war ich achtsam genug, dass ich gleich einmal nach 3 Jahren draufgekommen bin. So erlurte die Gabi. Ja, was heute noch ganz wichtig ist, ist der nächste Programmpunkt, den ich mit euch machen will, und der lautet Schreibwerkstatt. Ja, was ist eine Schreibwerkstatt? Da schreiben wir einen Brief von einem Menschen, den was wir gar nicht so gern melden. An uns selber. Ja, für alle jüngeren Passagiere da am Schiff, ein Brief, das ist eine E-Mail, wenn du es lesen willst, musst du das anziehen. Sache, jetzt habe ich einen Hunger gekriegt, das spürt sich auch nicht so gut an für mich, deswegen darf ich sagen, wir schleichen uns um mit zum Bad zum glücklichen Butter. Es gibt sogar Butterbrot. Habt ihr keine erlätscherten grünen Spargelauflauf mit einem ranzigen Leinsamenöl und Doppinambur? Also ihr vertragt das ganze Rockhaus, zeigt es nicht, dass euch die Wind nur so aus die Pfeifen aus dem Schrank rennt, dann fräst ihr den Schweißbrot. Ja, und wie sagt ihr schon vor 2000 Jahren? Der Wampa, der indische Guru, Kakti, Wampi, Brahma, Pupsi. Wir sind alle miteinander verbunden. Eure Winde sind auch meine.